So, eigentlich wollte ich mit was ganz anderem anfangen und euch sagen, dass ich jetzt, nachdem ich gerade bei der Redaktion Fantastik war, wir jetzt einen kurzen Rundschwenk über die Con machen, damit ihr wirklich jeden noch mal einmal zu sehen bekommt, der hier gewesen ist, auch die, die wir nicht in einem längeren Interview vorgestellt haben. Aber jetzt muss der Chef noch mal kurz vor die Kamera, weil das finde ich einfach unglaublich genial. Ich liebe es, wenn eine Con funktioniert. Ja, jetzt ganz ehrlich, was hätten wir dem Ganzen denn sonst noch hinzuzufügen? Offensichtlich, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, sind wir glücklich? Jetzt sind wir glücklich, ja. Sehr schön, dann fangen wir jetzt mit unserem Rundgang an. So, und zwar, es war direkt vorne im Eingangsbereich für diejenigen, die reingekommen sind, sowohl links als auch rechts von den Türen haben wir uns nämlich ein paar Künstler platziert. Es ist ja nicht nur so, dass ihr hier wie verrückt einkaufen könnt, ihr hättet euch auch jede Menge Dinge zeichnen lassen können. Zum einen von Naki, bei der man jetzt gerade hauptsächlich alles so wunderschön in Schwarz-Weiß vorfindet, in den verschiedensten Varianten. Wie ich mir gerade kurz angelesen habe, Comic und Illustration und selbstverständlich auch im Internet zu finden, sodass für diejenigen, die jetzt sagen so, bin ich irgendwie dran vorbei, habe ich gar nicht gesehen oder jetzt andersrum, oh, Wahnsinn, ihr habt Leute da, die zeichnen, sag mir doch mal wo. Kein Problem, wenn ich das gefunden habe, sage ich euch das direkt. Naki ist genau unter dieser Bezeichnung im Internet zu finden. Oder haben wir irgendwelche Geheimnisse, die du uns jetzt preisgeben musst, damit dich irgendjemand im Internet finden kann? Gut. Ich komme jetzt einmal in die Kamera. Ich mache jetzt unglaublich unauffällige Schleichwerbung. Wir versuchen es auf Instagram. Und ich kann euch versichern, ist es auf jeden Fall wert. Ich habe mir die meisten Bilder nämlich angeguckt. Dieses Mal zwar nicht, aber sie war ja auch letztes Jahr schon dabei. Und wem Schwarz-Weiß-Zeichnungen gefallen, der wird hier auf jeden Fall begeistert sein. Aber Comic-Zeichnungen haben wir natürlich nicht nur in Schwarz-Weiß. Ich muss mal kurz auf mein Kabel achten. Sondern wir haben das auch in wunderschön bunt. Und es ist ganz lustig, gerade eben stand sie noch und hat sich unterhalten und man hätte fast behaupten können, sie war präsent. Jetzt hat sie sich irgendwie sofort hinter ihrem, auf ihr Stühlchen fallen lassen, obwohl wir doch eigentlich gerne schnell was zu ihr sagen möchten. Und zwar sind wir nämlich jetzt bei Katas Artwork. Hier steht eigentlich auch wunderschön dabei, du möchtest dir was zeichnen lassen? Klar, komm vorbei, im Comic-Stil mache ich dir alles. So ziemlich. Auch. Genau, das haben wir mit Sicherheit der eine oder andere von euch schon mitbekommen. Wir hatten ja am Freitag ein Team vom WDR hier und einer der vier Herren ist direkt porträtiert worden und hat das Ganze wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt aufgenommen und ganz begeistert ins Internet geschickt. Also es geht auch ganz spontan, ganz offensichtlich. Jetzt wird es aber natürlich ein bisschen knapp, weil jetzt noch eben ganz spontan, wie gesagt, wir nähern uns ja unserem Ende. Wo findet man dich, wenn man dich im Internet sucht? Auch hier am allerbesten auf Instagram. Ich habe gerade schon mal einmal Schleichwerbung gemacht. Hast du auch ein Zettelchen mit Schleichwerbung für mich? Weil da habe ich ja gar kein Problem damit. Ein Zettelchen mit Schleichwerbung. Und jetzt spätestens jetzt sieht man bunt. Ja. Dann hoffen wir mal, dass man dich im Internet genauso faszinierend bunt vorfindet wie hier. Und ich habe auch bei allen anderen bis jetzt gesagt, also bleiben wir bei dir auch dabei, hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass du deine Zeit hier verbringen konntest. Und wenn man jetzt mal das Ganze mal so richtig betrachtet, sie ist ja quasi so wirklich absolut gesichert, wenn man das so sehen möchte, so übereck, hinter dem Schirm, hinter ihr die Wand. Das sieht da aus, als hätten wir es ganz speziell zusammengebaut. Hat sich aber eigentlich eher so ergeben. Was wir gestern schon hatten, da waren wir ja ein bisschen länger, da habe ich ein ganzes Interview geführt, war Tourenspiele. Da gucken wir jetzt nicht nochmal drüber. Ich hoffe, ihr habt mir gestern alle zugehört. Nein, ich weiß, ihr habt mir gestern alle zugehört. Und deswegen gehen wir jetzt einen knappen Meter weiter und zwar rüber zum Würfelmeister. Ich behaupte einfach mal, dass diejenigen, die normalerweise eine Convention besuchen, von mir jetzt nicht erklärt bekommen müssen, wer der Würfelmeister ist oder was er euch mitbringt. Ich gebe euch trotzdem einen kurzen Moment Zeit, darüber nachzudenken, bevor wir mit der Kamera einmal über das ganze Sortiment gehen.
Die Spannung steigt fast bis ins Unendliche. Ich kann das quasi greifbar spüren. Es sind Würfel. Gut, nein, es sind natürlich nicht nur Würfel. Ne, wie ihr seht, es sind ein paar Kisten dabei, es sind ein paar Rollenspiele dabei, von denen ich sagen muss, auch ein paar ältere Schätzchen von dem, was ich so wahrnehme. Für die Ladies, ich nehme das sofort zurück, für jedermann haben wir diversen Schmuck, auch natürlich in Form von Würfeln und in verschiedensten Größen, Farben und Variationen. Deko. Ich bin mit Sicherheit nicht die einzige Person, die es wahnsinnig toll und faszinierend findet, alles Mögliche in ihrer Rollenspieltasche mit sich rumzuschleppen. Sei es irgendwelche Steine, Anhänger, Ketten, Münzen. Auch da habt ihr hier eine riesen Auswahl. Und dann Würfel, wie ich ja schon verraten habe. Ach, na Mann, ich habe es vorweggenommen. Standardwürfel, hat man mir gerade gesagt. Klar, man hat einfach alles dabei, was das normale Spielerherz einfach sich wünscht. Die normalen W6er, W10er, W20 in der einfachen, vor allem auch in der einfarbigen Variante. Aber je weiter man dann so in Richtung Würfelmeister kommt, also in Richtung Rainer, desto spannender wird es, was wir hier zu bieten haben. Und vielleicht kommen wir da auch nochmal einen Schritt näher, weil wir haben hier tatsächlich auch einfach ein paar Würfel, die habe ich so selber auch noch nicht gesehen. Zum einen Kreiselwürfel. Naja, so muss ich die natürlich halten. Dann habe ich auch schon mitbekommen, was scheinbar auch die Kinder mal sehr, sehr fasziniert. Ich muss nur mal überlegen, wie ich das halte. Ja, dann doch so. Den Würfel in der Figur. Wird wahrscheinlich schwierig, damit tatsächlich was auszuwürfeln, aber kommt. Ja. Ah, also nicht einfach Würfel in der Figur, es sind Würfelgeister. Das finde ich cool. Der Würfelmeister hat Würfelgeister. Und hier aber natürlich auch einfach ganz viele exotische Sachen. Irgendwas dabei, von dem du sagen würdest, das ist echt so ein paar ungewöhnliche Schätzchen, die sonst keiner hat? Oder die jetzt nicht überall erhältlich sind, sagen wir es mal tatsächlich so. Ein W16. No, genau, W30. Hat man vielleicht schon mal gesehen, W16. Ah, gut. Die Form kommt uns an sich bekannt vor. Es ist halt einfach nur ein bisschen mehr Schrägen mit dabei. Ja. Und, was ich ja gerade gesagt habe, weil ich sowas immer ganz schön finde, weil ich ja gerne manchmal ein bisschen kreativ werde, Blankowürfel. Auch hier sogar tatsächlich in verschiedenen Formen, nicht nur die Sechser, sogar in verschiedenen Farben, sondern halt auch tatsächlich W10er, W12er, ich weiß nicht, habt ihr auch gibt es auch die größeren davon? Ich weiß das gar nicht, so bis zum W20? Ah. Da kann man also richtig kreativ mit werden, das finde ich schön. Was ich auch ganz toll finde ist, nachdem man dann so stundenlang gequatscht hat oder auch mal einfach ein ganzes Wochenende gequatscht hat, hier gibt es auch Met zu kaufen. So, Tierfiguren. Ja, ich stelle gerade fest, man kann auch mit Pinguinen würfeln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war für euch ein angenehmes Wochenende. Und ich gehe davon aus, dass solange wir eine Niederrhein-Con machen, wir euch wiedersehen werden mit allem, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und dann drehen wir uns jetzt einmal. Das wird jetzt voll kompliziert. Ich habe nämlich vor, sowohl meinen Kameramann als auch den jungen Mann, der da hinterher rennt und auf das Kabel aufpasst, ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben. Denn wir haben ja noch einen Künstler. Ist das das, was du gerne so hättest oder hättest du es lieber anders? Wir haben nämlich noch einen Künstler hier und zwar den Ansgar, ich wollte gerade kurz lünkern, weil da vorne steht, sind Ansgar Drechsel, Comic Art und Illustration. Auch hier war einiges Interessantes dabei. Ich weiß, dass hier viele Leute mal wieder vorbeigeschlichen sind. Er hat auch die meiste Zeit, wenn er hier saß, gezeichnet. Ich weiß nicht, würdest du es einmal hochzeigen? Ist das okay für dich? Dein Büchlein? Also, er war quasi die gesamte Zeit aktiv, selbst wenn niemand hier war und sich was gewünscht hat oder irgendetwas haben wollte, war er quasi immer. Danke. War ja quasi immer dabei. Und er hat sich direkt noch ein bisschen darum gekümmert, dass auch der Spielvertrieb, der letztes Jahr mit einem größeren Stand hier gewesen ist, zumindest nach außen ein bisschen präsentiert wird, möchte ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und da wir auf der Außenseite schon fast vollständig gewesen sind und ich auch glaube, dass wir zumindest noch keine Kabelprobleme haben, würde ich gerne in unseren Mittelgang gehen.
Und da jetzt jemanden schockieren, den ich nämlich überhaupt gar nicht vorgewarnt habe, dass ich vorhabe, an seinem Stand vorbeizukommen. Wir sehen, genau. Das hört sich jetzt mehr an wie eine Drohung. Wir sprechen uns noch. Schon wieder habe ich das Gefühl, ich habe etwas angestellt und es nicht mal mitbekommen. So, mein letzter Rundgang über die Con. Ich würde auch gerne bei Galactic Era vorbeikommen. Ich würde auch gerne dir einmal Hallo sagen, dir sagen, dass ich es toll finde, dass du mit einem Spiel, das ja demnächst auf Kickstarter kommen soll, bei uns vorbeigekommen bist. Und dich fragen, ob du vielleicht ein paar Worte über dein Spiel verlieren möchtest. So, naja, leider schon gegen Ende der Con. Ah! Das hat dann die entsprechende Auswirkung aufs Spiel. Auf der dunklen Seite könnte man massiv seinen Willen und auf der rechten Seite kooperativ. Genau. Im laufenden Spiel wechseln. Das ist ein spezielles Angebot, auf der das nicht passiert. Ja, und das hat zahlreiche Elemente, die wichtig sind für solche Strategiespiele. Was noch besonders ist, ist, dass die Kämpfe deterministisch sind. Also, die werden nicht mit Würfeln ausgefochten, sondern vielleicht einfach die Kampfstärke der Schiffe mit in der gegnerischen Flotte ist und was für eine Taktik diese Flotte anwendet. Und das funktioniert so ein bisschen nach dem Schere-Schein-Papier-Prinzip, dass also die eine Taktik ist besser als die andere, ist besser als die andere. Ah, so. Ich kann sagen, ich war schon mal hier, ich habe mir schon ein bisschen was angeguckt und beziehungsweise ich habe mir zumindest schon mal ein bisschen was darüber verraten lassen, wie das jetzt dann aussieht mit dem Kickstarter. Da du sagtest, er geht jetzt, also im September geht's los. Nächstes Jahr möchtest du dann in Produktion gehen. Voraussichtlich ist die nächste Convention wieder im August. Bis dahin bist du... Ah, das wäre natürlich für uns alle einfach sehr interessant, wenn dann die neuen Werke mal direkt schön produziert werden können, wie wir jetzt auch schon von einigen gehört haben, immer am besten direkt aus der Woche davor, druckfrisch quasi auf den Tisch, noch schön auf warm aus dem Karton, wie die Brötchen morgens beim Bäcker. Ich hoffe, es gelingt, so wie du es vorstellst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und natürlich freuen wir uns darüber, wenn du dann nächstes Jahr mit deinem neuen und fertigen Produkt wieder hier bist und sagst so, da habe ich es jetzt in Deutsch, kommt und hört es euch an. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und jetzt laufe ich fast gegen unsere Absperrung. Und so, jetzt habe ich natürlich, wie gesagt, das Problem, da wir sind ja schon leicht gegen Ende der Convention. Diejenigen, die wirklich viel aufgebaut haben, müssen natürlich auch viel abbauen. Und das ist natürlich das Problem, dass die dann auch irgendwann schon mal anfangen müssen. Und nur weil ich überall stehe und stundenlang quatsche, können die ja nicht auf mich warten. Sollten sie, aber... Man muss ja auch nicht immer gleich übertreiben. Ja, ich habe mich heute Morgen schon übelst verquatscht. Ich habe quasi schon damit angefangen, heute mich in die sämtliche Zeitfenster in die Länge zu ziehen. Aber ich bin halt so. So, wo sind wir hier? Bei Tomorillion. Was macht ihr? Zubehör für Tabletop und Dungeon. Das ist gut, dass du mir das sagst. Ich hätte das fast gar nicht erkannt. Möchtest du ein kurzes Mikro? Magst du zwei, drei Sätze noch zu euch sagen? Wie gesagt, ich weiß, ich überfalle gerade alle ein bisschen, aber im Endeffekt möchten wir einfach, dass wirklich jeder sich zum Schluss präsentiert gefühlt hat. Wir sind ja wirklich froh über jeden, der den Weg hierhin gefunden hat, jeden, der gesagt hat, hey, ihr macht eine Con, ich bin dabei, ihr habt ein Konzept, klingt schlüssig, machen wir. Hat ja auch funktioniert, ne? Und ich weiß nicht, vielleicht können wir mal ganz kurz dort auf diese unscheinbare kleine Fahne. Das ist der Nachbarstand. Nein, aber da geht es ja auch im Prinzip um Tabletop. Das heißt, wir hatten ja viel Tabletop hier, habe ich ja darüber berichtet. Und
in diesem Bereich hätte man sich eindecken können. Genau, also ich habe so den Spitznamen Ikea des Tabletop. Ja. Auch interessant. Bei mir halt das ganze Zubehör kriegt, von Möbelchen über kleine Sachen, die du auf den Schreibtisch legen kannst, ja, bis hin zu Gebäuden, Schiffen, ja, alles Mögliche. Es liegt aber nicht daran, dass man zwei Leute braucht und mehrere gute Handwerkszeuge, um deine Sachen zusammenzubauen. Das hat nicht mit der Qualität zu tun, sondern mit der Auswahl. Das ist gut, das freut mich. Wobei ich sagen muss, für mich ist das, also wenn ich an Tabletop denke, muss ich gestehen, ich denke halt immer im kleinen Rahmen. Mhm. Für mich dann ist es immer so, ich sehe da nur so die kleinen Figuren oder diese kleineren Optionen, sich irgendwo hinter einem Baum zu stellen oder mal so einen Hügel. Mhm. Und dann laufe ich hier lang und dann sehe ich die aus und denke so, da stehen zweigeschossige Gebäude. Da stehen riesige, ich sehe auch gerade drehbare Steingrule. Du bist nicht festgelegt auf irgendein Tabletop, nee, oder? Das ist gar nicht ganz offen, oder? Das ist ein bisschen mein Markenzeichen, dass ich systemunabhängig bin. Also mein Zeug kann man historische Spiele verwenden oder Fantasy. Ich habe Sachen für so Zombie-Apokalypse-Spiele, alles Mögliche. Ja. Naja, Zombie-Apokalypse wollen wir jetzt im Moment gerade nicht. Ja, also das ist so ein bisschen das Markenzeichen, dass ich halt versuche, unabhängig zu sein. Wir haben unauffällige kleine blaue Telefonzellen. Ja, das geht vom kleinen Grammophon über ein Fahrrad, was ich im Sortiment habe, für modernere Sachen. Aber dann auch so Steampunk, ja, irgendwelche Braukessel, ja, Belagerungsmaschinen, wie du da drüben siehst. So. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, wie ich da drüben sehe. Ich gehe einfach mal unauffällig ein paar Schritte weiter. Ich zwinge meinen Kameramann, mir zu folgen. Ja. Und werfe noch einen Blick über die Auslagen, weil hier hinten kommen Sachen, die ich persönlich unglaublich toll finde. Bücherregale, alte Schränke, Truhen etc. Bis ins Kleinste liebevoll bezeichnet. Aber, was an der Stelle auf jeden Fall natürlich gesagt werden sollte, das sind die Ausstellungsstücke. Wenn ihr das kauft, ist das unbemalt. Ihr müsst tatsächlich die gesamte Arbeit da reinstecken und das selber in dieser wunderschönen Variation hinbekommen. Aber, ja, es gibt ja auch diverse Bemalservices, wo man das dann hinschicken kann, ja, und dann das machen lassen Machst kann. Machst du das auch? Nee, ich bin zu langsam, also das wird sich nicht rentieren. Und ich wollte bloß gefragt haben, bevor es hinterher heißt, Mensch, hätten wir doch mal erwähnt, ne? Tomarillo macht das auch, warum sagt das keiner? Ich arbeite mit dem Bemalservice zusammen, wenn bei mir jemand was bestellt, dann schicke ich es denen hin, das ist Phantasos Studio in Wiesbaden. Und dann spart man sich das Porto eben, ne? Dass ich halt direkt das unbezahlt an Phantasos schicke und die bemalen es und schicken es dann dem Endkunden. Ne? Ja, das ist doch schön. Gut, ich danke dir, dass du noch den Moment Zeit genommen hast, dass wir jetzt, wie gesagt, obwohl ihr ja langsam tatsächlich schon so ein bisschen in den Abbaustress kommt, den auch den Moment genommen hast. Ich bin noch zwei Stunden beschäftigt hier mit dem ganzen kleinen Kram. Ja, das glaube ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich gut und ordentlich weggepackt werden muss, dass man das ja nicht einfach so, wie es ist, zusammenklappt und ab ins Regal und Ende. Ich sehe die Arbeit, die da drin steckt. Und deswegen sage ich ja, danke, dass du hier warst und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und nachher eine gute Heimfahrt. Bis nächstes Jahr. Bestimmt. Ciao. So. Ja, und zum Thema Tabletop, ich habe ja gesagt, gerade die Fahne wollte ich ja eigentlich nur kurz zeigen, damit ihr direkt wieder vor Augen habt, wovon wir eigentlich reden, da ja nicht jeder unbedingt weiß, was Tabletop ist. Wir gehen aber natürlich den Schritt direkt weiter und man räumt auch sofort unauffällig unseren Spuckschutz beiseite, damit man nämlich die Leute dahinter sehen kann, wäre ja auch sonst total langweilig. Hier ist passend zu Freebooters, was wir oben was wir hier unten angeboten haben, zwei Tage lang. In zwei verschiedenen Turnieren, doch, jetzt musste ich kurz nochmal drüber nachdenken. Hier steht jetzt wunderschön drüber, ich werde jetzt gerade schon da oben hin zeigen, ist halt viel zu kompliziert, aber Captain Glocke, ich finde es sehr schön, bietet natürlich hier alles an, was so an Miniaturen dafür gebraucht werden. Ja. Jetzt habt ihr natürlich, ich weiß, wir sind ein bisschen spät, natürlich schon wieder einiges eingepackt, aber vielleicht kannst du einfach so kurz sagen, hey, bei mir kriegt ihr alles. Natürlich kriegt ihr bei mir alles. Nee, wir hatten auch alles dabei und es war echt eine wunderschöne Messe, muss ich sagen. Und super Orga, super nette Leute und wir sind voll zufrieden. Ja? Also für die schwierige Zeit war das eine tolle Sache und ich kann nur jeden bedauern, der nicht da war. Ne? Nee, wir hatten alle Spaß. Ne? Das Turnier ist super gelaufen, beide Turniere. Das eine läuft ja noch ein bisschen. Genau, wir sind ja noch ein bisschen beschäftigt, habe ich auch mitbekommen. Und ja, ne?
Das Stimmung war, hat man auf jeden Fall gestern Abend mitbekommen. Irgendwann, ich glaube so gegen 7:30 hattet ihr ungefähr die Siegerehrung gestern von dem Turnier. Das konnte man auch tatsächlich noch in den Räumen nebenan wahrnehmen. Also es, auf jeden Fall kann man sagen, diejenigen, die da waren, hatten ihren Spaß, die haben gefeiert. Ich finde es gut, also es sollte jetzt gar nicht negativ sein, dass ich sagte, man konnte es weiträumig hören. Ich finde es toll, das zeigt, dass die Leute einfach wirklich Spaß haben und in dem aufgehen, was sie tun. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Ihr habt alles, ich muss das jetzt mal kurz zusammenfassen, weil ich gerade schon sagte, das weiß nicht jeder. Das heißt, ihr habt ja nicht nur die Figuren, sondern dazu gibt es, ich weiß, bei Freebooter ist das kartenbasierend. Also ihr braucht die Spielkarten. Ha, ich habe mir wirklich schon mal irgendwas gemerkt am Wochenende. Man braucht Spielkarten, man macht also neben den Zügen und den Würfelwürfen, nämlich braucht man eben auch die Spielkarten. Ihr habt hier ein paar Szenarien, das heißt, ihr habt nicht einfach nur Blanko, eure Bühne, also eure Bühne aufgebaut, euer Spielfeld aufgebaut, wollte ich natürlich sagen. Sondern ihr habt direkt auch so die Option für die an Szenarien. Wofür habe ich ein, was heißt Szenario in dem Fall? Ich komme nur aus dem Rollenspiel. Szenario ist letztendlich eine kleine Geschichte oder eine Aufgabe im Spiel. Du spielst nicht nur, bis einer an der Gegner rausfliegt, sondern in der Mitte liegen zum Beispiel drei Schatztruhen. Eine davon ist der Schatz, zwei sind Fallen. Ne? Und dann rennst du los. Holst die Schatztruhe, die vermeintliche Schatztruhe und plötzlich macht du Bumm. Ne? Und der Gegner macht das natürlich auch und dann wird sich so ein bisschen gekabbelt und dann musst du den nach Hause bringen und dann hast du gewonnen. Klingt für mich, wenn ich ehrlich sein darf, tatsächlich spannender als dieses einfache, ich muss gucken, dass ich dich vom Feld geschossen habe, damit ich gewonnen habe, sondern einfach zu sagen, naja, klar, natürlich, das bleibt natürlich nicht aus. Das ist immer noch, denke ich, einer der Hauptfaktoren, die man ja auf den Feldern hat, sich gegenseitig möglichst viel im Weg zu stehen. Aber zu sagen, nein, ihr habt richtige Aufgaben, ihr müsst tatsächlich richtig was tun, ja, finde ich persönlich, klingt für mich jetzt einfach viel interessanter. Ja, nee, ja, das macht auch riesen Spaß. Und beim Turnier haben wir das auch gemacht. Die haben drei Spiele gehabt gestern, heute auch wieder drei. Und die müssen dann wirklich auch Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel haben sie dann Fahnen müssen sie am Masten hissen, weil jedes gutes Piratenschiff hat natürlich einen Totenkopffahne. Die müssen sie hissen. Erinnert mich ein bisschen so quasi an die umgekehrte Variante von Capture the Flag. Ja, genau, richtig, genau. Ja, genau. Ja, aber ist doch schön. Ja. Ich finde es toll, ich finde es schön, dich so wahnsinnig strahlen zu sehen, weil mir das nämlich tatsächlich wirklich zeigt, so, boah, ich bin glücklich, es ist alles geil gelaufen, ja, ich bin richtig happy. Das kann man daran nämlich tatsächlich am deutlichsten sehen. Ich finde es schön, ja, dass ihr hier gewesen seid, ihr wart ja auch beim letzten Mal schon dabei. Ich hoffe natürlich, egal wo es im Endeffekt weitergehen wird, dass man euch auch dann im nächsten Jahr wiedersehen wird. Ja, solange, absolut. Solange die Option natürlich bestehen bleiben. Gibt es für Freebooter irgendwas, wo man sagen kann, darauf könnt ihr euch freuen, wir werden hier was Neues rausbringen, also es gibt irgendwie neuere Schätze, die du gerne schon mal ankündigen möchtest? Ja, die habe ich auch da drüben schon in der Vitrine, könnt ihr gleich nochmal draufschwenken. Ja, aber natürlich, ich renne jetzt nicht einfach vor, sonst stehe ich mittendrin. Nein, wir können ja zusammen gehen. Ja, genau. Ne? Weil wir haben ja bislang 8 Mannschaften und im Oktober, so eigentlich sollte die auf das Spiel in Essen rauskommen. Aber da kommen unsere Schatten raus. Schatten ist unsere neue Düster-Fraktion, ne? Praktisch so das böse Abbild von den bisherigen Figuren und Charakteren. Und das ist dann brandneu. Haben auch eine neue Spielmechanik und ja, ich glaube, die werden sehr, sehr spannend werden. Das ist schön. Also schön, dass du uns vor allem das vorstellen kannst. Das mit der Spiel ist natürlich eher schade. Das ist total, ne? Weil das natürlich dann auch einfach wieder eine Option weniger ist und wirklich den Leuten die Sachen, ich glaube auch bei Tabletop ist das ganz oft, die Figur sehen zu können. Also nicht nur im Internet, ich sehe ein Bild und denke mir so, ja, okay, sondern da ist eine Figur. So dieses, ich habe. Du musst sie sehen, du musst sie anfassen und du musst auch vor allem das live testen und spielen. Ja, ne? Genau. Darum geht es ja. Ne? Das ist ja kein PC-Spiel oder sowas, was du zu Hause spielen kannst, sondern du musst das mit Leuten spielen. Ne? Und deswegen bin ich auch glücklich, dass wir das hier durchziehen konnten. Ne? Und das ich habe zumindest auch ein, zwei Mal so ein paar kleinere drüben stehen sehen mit ihren Vätern, die dann immer so ganz begierig so dieses, wahrscheinlich eher die großen Figuren sich angesehen haben, als tatsächlich die Spielmechanismus. Aber das daran habe ich dann auch wieder gedacht, so, ja, ne, man zieht sich die Jugend immer direkt schon ran und man begeistert groß und klein. Mhm. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Ich gehe weiter, um unseren Rundgang hoffentlich noch ein bisschen ziehen zu können, um noch den einen oder anderen sprechen zu können. Und hat mich auch super gefreut, ne? Und danke. Ja. Nordrheinkorn. Niederrheinkorn. Wir tun alles. Nein, das ist, mein Gott, ich glaube, so oft, wie ich mich an diesem Wochenende jetzt schon versprochen habe, da macht Nordrhein jetzt auch nicht mehr so viel. Es ist die Niederrheinkorn in Nordrhein-Westfalen. Alles klar, ne? Wir reden ja schon seit Tagen. Gut. So. Ja. Wir müssen ganz schnell mal das Mikro jetzt wieder in Ordnung bringen. Das muss desinfiziert werden. Ich sage ja alles, wir machen hier alles per Hand. Es läuft alles im Moment quasi noch nach Versuch und Irrtum. Hier, Shifting Lands, habt ihr ja vorhin schon relativ lange gesehen. Da hat man euch ja direkt schon gezeigt, wie alles funktioniert. Ja?
Ja, du warst ja schon drauf, du warst ja schon live, man hat dich gesehen, du durftest arbeiten. Nein, deswegen gab es dich ja schon online und live. Ja, offensichtlich gehöre ich irgendwie zur Orga. Warte mal, da du kein Mikro hast, komm mir mal ein bisschen näher, weil sonst hört man dich, glaube ich, gleich gar nicht mehr. Ja. Entschuldige mein Deutsch, ich versuche es mein Bestes. Wir verstehen dich super. Es war sehr besonders, weil ich glaube, das ist der erste, aber auch der letzte Convention in Corona-Zeit. So wie ich das jetzt einschätze. Ich meine, für dieses Jahr auf jeden Fall. Für dieses Jahr, okay. Aber auch andere Convention werden irgendwann Lösungen finden. Es ist wirklich schade. Ich denke natürlich wegen Corona, dass wenige Leute hier hingekommen sind. Aber wie ihr das so organisiert habt mit den Layouts, ich habe nie einen Moment gehabt, dass ich dachte, oh je, ich fühle mich nicht... Wie heißt das? Wohl. Nicht, ne? Wohl oder nicht, wohl. Genau. Ja. Ja, so viel Lob. Es war für mich eine sehr interessante und schöne Veranstaltung und ich komme nächstes Jahr absolut wieder. Ja, du warst ja auch letztes Jahr schon dabei. Ich kann mich nämlich daran erinnern, da stand ich ganz begeistert davor, weil ich Styrodur bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Aber wie gesagt, auch da was Neues, Interessantes. Ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du nächstes Jahr wieder da bist. Ich kann mich, die meisten Supporter, die gucken dir ja schon beim Aufbau zu, um zu sehen, was du mitbringst und ob du irgendwas Schönes Neues dabei hast. Ja, für die Leute, die nicht dabei waren, ich habe hier die Gärungsschneider auch präsentiert. Ich hätte auch viele tolle neue Sachen, aber werde ich jetzt alles nicht erklären. Die nächste Mal kommen die einfach mal wieder vorbei. Ja, nächste Mal nehmen wir uns einfach noch ein paar Stunden mehr Zeit und gehen noch ein paar Stunden sehr mehr live. Gerne, sehr gerne. Mit Sicherheit. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. In der Stelle möchte ich zumindest sagen, dadurch, dass ich hier vor der Kamera stehe, bin ich diejenige, der gesagt wird, die Orga funktioniert, die Supporter waren super. Ich muss auch dazu sagen, das habe ich tatsächlich jetzt auch schon einige Male gehört, ich nehme das im Namen aller Supporter an, die hier sind. Und wir kriegen das ja auch alle mit. Und es ist natürlich auch für uns ein sehr angenehmes und gutes Gefühl, wenn wir gespiegelt bekommen, die Arbeit, die ihr hier reingesteckt habt, hat sich nicht nur gelohnt, sondern vor allem auch rentiert. Gut, jetzt mache ich was ganz Irres. Gleich kriege ich richtig Ärger. Jetzt drehe ich in die andere Richtung. Da war ich nämlich noch nicht. Ich komme nämlich jetzt quasi ganz unauffällig von hinten, wenn ich das darf. So, denn wie gesagt, wir waren zwar hier schon vorne, gleich verdreht einer von beiden die Augen. Dürfen wir von dieser Seite filmen? Ist das für dich in Ordnung? Würdest du uns ein oder zwei deiner Bücher zeigen? Du läufst jetzt ganz schnell weg, das musst du gar nicht. Ich habe einfach jeden aufgenommen, der hier irgendwo rumläuft. Die freuen sich auch alle total darüber. Und zwar möchtest du doch nach vorne? Ich dachte, das Kabel reicht nicht, deswegen wollte ich nicht. Okay. Oh doch, okay, du hast recht. Ich habe gedacht, das Kabel macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aber umso schöner, weil dann sehen wir nämlich. Ja, Entschuldigung, mich wollten sie jetzt nicht mehr sehen, mich haben sie jetzt oft genug gesehen. Das heißt, sie sehen nämlich jetzt dich und alles, was du hier im Angebot hast. Und es geht auch wieder in Richtung Steampunk. Ich gehe einfach ein Stückchen an die Seite, weil dann können wir das auch machen. Dann sind wir quasi weit genug auseinander und sicher. So, ich würde sagen, Jasmin Jülicher steht wunderschön drauf, könnt ihr sehen. Der Hüter, gleich schon drei Bände, wenn ich es... War es nur eine Trilogie? Haben uns kurz unterhalten, aber ich wollte gerade sagen, da kam ja noch fünf, was, ne? Genau. Irgendwann ist man dann am Überlegen, so, oh, wer hat einem jetzt genau was erzählt? Nee. Magst du uns deine Trilogie vielleicht kurz vorstellen? Ja klar, gerne. Also der Hüter spielt im Jahr 1888 und das findet alles statt, quasi nachdem die Erdoberfläche nicht mehr bewohnbar ist und die Menschen sich in kleinere Städte flüchten, um sich zu verstecken. Und in jedem der Bände gibt es einen Kriminalfall, es gibt einen Serienmörder und dieser Serienmörder ist ein realer, historischer Serienmörder. Also den hat es tatsächlich gegeben und den habe ich in so einen Steampunk-Setting gepackt. Und jeder Band ist ein abgeschlossener Kriminalfall
Nur die Protagonisten sind die gleichen, die reisen dann durch diese Städte und klären halt Verbrechen auf in diesen Städten. Und in meinem Roman trifft man auch ganz viele reale historische Persönlichkeiten, so wie zum Beispiel Nikola Tesla oder jetzt so Wildwest-Banditen, Sheriffs, so in die Richtung. Schön. Das heißt, wir haben noch mindestens zwei zu erwarten. Genau. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich möchte aber, klar haben wir jetzt mit dem angefangen, was man sieht es ja dann immer. Man hat immer so das eine, was man groß bewirbt, so das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll, aber das, was ja erst einmal die bekannteren Werke sind, was ich persönlich viel interessanter fand, weil ich einfach ich mag diese Ideen dahinter, ist so ein Werk wie Castle Rose. Das, ja. Wie du sagtest, das ist im Prinzip eine Märchenadaption. Genau, eine Steampunk-Märchenadaption von Don Röschen. Genau. Dass das jetzt nicht groß beworben ist, das liegt auch zum Teil daran, dass es erst offiziell nächste Woche erscheint. Ah, es erscheint offiziell erst nächste Woche. Tut so, als würden da keine Bücher liegen. Wir reden einfach nur drüber. Nein, also ich darf die ja verkaufen, ist gar kein Problem. Aber deswegen habe ich auch noch nicht so viel Werbematerial dazu. Aber... Aber ich finde gerade solche Ideen einfach unglaublich toll. Ich meine, es gibt die klassischen Geschichten, die kennt einfach jeder. Und dann einfach zu sagen, komm, ich nehme mir das, ich mache das nicht nur hier in Bezug auf, gut, Serienmörder, sondern auch in Bezug auf Märchen, was ja schon ein bisschen sich entgegensteht. Aber auch bei dir möchte ich sagen, ich finde es toll, dass du hier gewesen bist. Danke. Dass du dir die Zeit genommen hast, dass man dich mit dir in jeglicher Form auseinandersetzen konnte und dass man deine Werke bestaunen konnte. Und... Ja, sehr gerne. Ich bin froh, hier gewesen zu sein. Ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr weitere Märchenadaptionen sehen. Habe ich dazu eine Chance? Ja, bevor ich das geschrieben habe, habe ich tatsächlich so ungefähr 5 Ideen aufgeschrieben zu Märchen. Das ist schön. Das freut mich wirklich, weil ich diese Idee sehr faszinierend finde. Und dann bin ich ja mal gespannt, über welche Märchenadaptionen wir dann im nächsten Jahr reden können. Ja, gerne. So, ich danke dir und ich wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Sonntag. Danke schön, gleichfalls. So richtig lange wird es ja jetzt nicht mehr. So, was ich jetzt aber auf jeden Fall einmal kurz machen werde, weil ich mich daran erinnere, dass es hieß, dass mein Mikro das lautere ist. Ich werde einmal kurz das Mikro tauschen, weil das, ja wunderbar, jetzt habt ihr mal das Gesicht meines Kameramanns von ganz nah gesehen. Ich würde gerne, wie gesagt, einmal das Mikro tauschen, weil es immer hieß, das andere, weil ich lauter bin, wäre für mich besser, während das, was jetzt im Moment bei dem Abbaulärm ja auch noch ein bisschen aufnehmen muss, einfach einmal zu wechseln. Wenn das passt. Bevor wir nämlich dann... Ich überlege gerade, in welche Richtung? Untenrum? Untenrum? Es ist immer wunderschön. Ihr seht bloß mich. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen Werbung. Ihr könnt noch hinter mir den Stand von Händen und Corpus sehen, wo wir auf jeden Fall auch noch vorbeigehen. Hier ist noch immer... Ich stehe ja noch bei der Jasmin, weil jetzt gerade noch ganz viel gekabbelt wird. Wenn man sofort dieses hektische... Ha! Jetzt macht sie schon wieder was anderes. Jetzt will sie noch alles tauschen und noch direkt wieder die Richtung wechseln, weil ich wollte noch bei der Janika vorbei. Die Janika ist ja auch schon seit Freitag hier, logischerweise, wie so ziemlich alle anderen. Sie hat auch wieder mal feststellen müssen, ich glaube, das ist ja letztes Mal auf unserer Convention auch schon passiert, dass wir sie umgeplant haben. Am Tag, als sie dann quasi hier aufgeschlagen ist. Nicht nur, dass wir sie auch umgeplant haben mit dem Punkt, an dem sie sitzen wird, nein, auch deine Lesung haben wir zumindest einmal kurz umplanen müssen, einfach weil wir ein bisschen Doppelung auf den Zetteln hatten. Aber ich hatte dir mehr oder minder angedroht, ich komme nochmal irgendwann im Laufe des Sonntags vorbei. Und magst du vielleicht gerne noch ein paar Worte sagen, weil du hast da diese komischen kleinen Kissen überall zwischen deinen Büchern verteilt. Wir würden dich besser verstehen ohne. Ich kann gerne ein Schrittchen nach hinten machen, dann sind wir... Alles gut, wir haben hier ja Abstand. Genau, dann sind wir ja weit genug voneinander entfernt. Genau, also ich bin jetzt zwar auch schon halb im Abbau, aber ich habe nicht nur im Vergleich zu letztem Jahr 4 neue Bücher mitgebracht und ein paar Bücher von einer Kollegin, die ich mitgenommen habe, weil sie nicht kommen konnte, sondern ich fange jetzt halt auch nach und nach an, weil ich mich gerade selbstständig mache, Vollzeit mit dem Schreiben, dass ich so ein bisschen Produkte außenrum anbiete, die passend zu den Büchern sind, also zu meinen Drachenbüchern zum Beispiel so ein Leseknochen mit Drachenschuppen, der dann halt zeigt, dass man kann das Buch drauf abstützen, man kann die Hände abstützen, man kann es als Nackenkissen verwenden und in Zukunft wird da dann noch ein bisschen was Richtung Tassen, Anhänger, Merch kommen. Ist also quasi ein universell einsetzbares Leseknochenkissen. Genau. Wie gesagt, ein Begriff, den ich vorher tatsächlich auch nicht kannte. Man zeigt mir gerade an, ich möchte doch mal bitte an der Kamera vorbei schleichen.
Wie gesagt, ich habe hier sehr viel Unordnung reingebracht. Dinge, die ich unglaublich gut kann, ist Chaos verbreiten. Das kann ich auch. Es gab mal einen es gibt diesen wunderschönen Satz in Goethes Faust, als Mephisto sich vorstellt, als des Chaos wundersamen Sohn. Den habe ich damals für mich adaptiert, diesen Satz, weil ich den toll finde. Und habe auf vielen meiner, auf vielen Seiten immer unten drunter stehen, so Jazz, des Chaos wundersames Kind. Wie man sieht, ich bin perfekt darin. Du hast aber gerade angefangen mit, du hast gleich 4 neue Bücher mitgebracht. Du bist ja mega fleißig. Also ich meine, 4 Bücher? Das ist tatsächlich so. Sind die nebenbei geschrieben? Nein, also ja, doch. Ich hatte ja im letzten Jahr noch einen anderen Hauptjob. Genau. Und möchte es jetzt aber dann auch tatsächlich für die nächsten Jahre beibehalten, wenn ich hauptberuflich schreibe, dass ich so 4 bis 5 Bücher im Jahr mache. Die sind da nicht alle super dick. Also dabei war zum Beispiel hier ein Kurzroman, der hat einfach mal 250 Seiten nur. Das kann ich sonst nur dicker. Es wird nächstes Jahr ein sehr, sehr dickes Buch kommen, tatsächlich. Da hoffe ich, dass es noch 3-stellig ist mit den Seitenzahlen, weil sonst die Druckerei es nicht mehr hinkriegt. Oh! Ich gehe mal von 900 bis 950 Seiten aus. Ja, okay. Und dann magst du schon mal ein bisschen spoilern oder müssen wir jetzt, lassen wir uns da überraschen? Kann ich machen. Also das hier sind ja so Jugendbücher oder All-Ager und das wird dann mein erstes Projekt, das gezielt sich an Erwachsene richtet. Fantasy, episch, mit Drachen, Magie, ein paar Intrigen, aber jetzt nicht, dass man gleich an Game of Thrones denkt, nicht ganz so extrem. Und ich habe halt den Prolog davon meinen Lesern vorgelesen in einem Stream und habe gesagt, das ist aber so dick, dass ich das nicht selbst gestemmt kriege mit den Lektoratskosten und allem. Und da haben sie gesagt, mach doch ein Crowdfunding. Und das werde ich tun. Das geht wahrscheinlich so Mitte, Ende Dezember los. Und da versuche ich dann die Druckkosten und vielleicht sogar die Kosten für ein Hörbuch zusammenzukriegen. Hörbücher werden ja tatsächlich auch immer beliebter. Genau, und ich werde dann auch im Dezember so, ich denke mal, 5, 6, 7 Kapitel aus dem Buch auf Twitch frei vorlesen, dass die Leute dann schon mal wissen, worum es geht. Und wenn sie dann wollen, können sie es unterstützen und kriegen das Buch natürlich dann auch als Dankeschön. Werden die 999 Seiten Band 1 oder wird das also in sich abgeschlossen sein? Das wird Band 1 von 4 oder 5. Gut, ich verstehe jetzt den Satz, ich kann normalerweise größer. Ich verstehe. Also hier die 600 Seiten, das ist dann so eigentlich das Normale, aber ich bin ja auch noch steigerungsfähig. Naja, man darf aber natürlich auch nicht vergessen, wie viel, man muss ja auch immer einfach auch die Zeit haben, die Bücher lesen zu können. Genau. Ich denke, das muss man ja auch immer so ein bisschen im Blick haben. Wenn ich überlege, wann ich die Zeit hatte, das letzte Mal ein 1000 Seiten starkes Buch zu lesen. Frag mich lieber nicht. Nein, ich meine, du schreibst sie, aber ich meine, wenn du sie dann nebenbei auch noch lesen würdest. Da muss ich dann tatsächlich passen. Nicht mehr hin. Nee. So, aber ich finde es echt toll, dass du da warst. Du hast uns ja 2 Tage mit Lesungen unterhalten. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich weiß, wir hatten ja zwischendurch mit sämtlichen Widrigkeiten, mit Wind und Wetter und sonstigen zu kämpfen draußen. Das ist mir aber auch noch nie passiert, dass bei einer Lesung mich ein Zelt erschlagen wollte. Also, dass es die Zuhörer nicht waren, das ist ja gut, aber das Zelt war offenbar nicht so begeistert von mir. Ja, ich muss dann sagen, das Zelt hat offensichtlich keinen Geschmack. Ich möchte das an der Stelle gerne einfach darauf beschränken, weil ich fände das ein bisschen unverschämt ansonsten. Und ich hoffe, dass wir dich im nächsten Jahr dann auch wiedersehen, ob es jetzt hier in Wesel ist oder tatsächlich in Rheinberg, wie auch immer wir das genau vonstatten gehen werden. Mündliche und Anmeldung ist schon raus. Das wollen wir hören. Sehr schön. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, nur vor allem eine angenehme Heimfahrt. Danke und dass dir. Du vielleicht ein bisschen Zeit findest, dich von dem langen Wochenende auch zu erholen. Morgen wird ab 10 wieder gearbeitet, so bis Mitternacht. Riesig gehört. Selbst und ständig, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich richtig, aber das haben ja auch mittlerweile schon einige immer mal wieder darauf hingewiesen, sobald man beschließt zu sagen, ich muss davon leben können, ist es halt auch, muss man auch wirklich viel Energie reinstecken. Aber es macht halt auch Spaß. Aber ich würde mich darüber freuen, fällt mir da gerade so ein, einfach weil du es gerade direkt erwähnt hast, wenn du einfach vielleicht Bescheid gibst, bevor du auf Twitch gehst, bevor du sagst, so jetzt werde ich euch mal was vorlesen, damit ich bemerke, wie es ankommt. Ja. Melde dich doch einfach, sag einfach mal Bescheid, dann macht man einfach mal ein bisschen mehr Werbung. Ja, klar. Sehr und dann gern. Haben wir vielleicht auch direkt was davon, wenn wir sagen, die haben wir nächstes Jahr wieder bei uns. Ja, total gern. Also normalerweise lese ich im Moment immer montags und freitags ab 18 Uhr, so circa 2 Stunden auf Twitch und mache halt nach und nach erstmal die Drachenkralle-Trilogie durch. Und wenn es dann Richtung Dezember mit dem Project Fire losgeht, kann ich natürlich Bescheid sagen. Ja, das finde ich super. Gut, dann danke ich dir. Ich versuche noch so 2, 3 Stände einzufangen, bevor hier wirklich alle weg sind. Wir gehen wahrscheinlich besser darum an den Stand oder ist das jetzt egal? Was versuchen wir? Gehen wir da lang oder gehen wir darum? Gut, das meinte ich nämlich. Dann viel Schön. Erfolg. Werden wir sind, wie man merkt, wir sind noch mittendrin.
Wir lassen uns hier auch von nichts abhalten. Weder von quietschenden Regalen noch von irgendwelchen anderen Mechanismen, die man im Hintergrund hört. Genau darauf wollte ich eigentlich im Prinzip hinaus. Also, dass wir ja dann einfach, ne, da, dass das so machen können. Ja, habe ich auch totale Ahnung von. Ihr habt das Gesicht meines Kameramanns zwar gerade nicht vollständig gesehen, aber er hat heftig genickt. Das heißt, er weiß offensichtlich, was damit gemeint ist und wie man das Ganze ordentlich vonstatten bringt. Und eigentlich ist es ja auch nicht wichtig, also, dass ich das genau weiß. So, wir gehen jetzt zumindest mal nochmal 3 Meter geradeaus. Ich war zwar schon beim Freitag bei der Manuela, die haben wir auch schon länger gesprochen, aber da das ein bisschen leise geworden ist, will ich zumindest jetzt noch einmal nochmal ihre Abschlussmeinung hören darüber, wie es gelaufen ist. Und dann werde ich etwas unglaublich dramatisch Fieses tun. Wir sind am Ende. Manuela, würdest du zu mir kommen? Ich weiß, dann müssen wir unsere Masken wieder anziehen, aber wir können uns natürlich auch einfach so vor deinen Stand stellen und du nimmst das andere Mikro, dann bleiben wir auf diese Distanz und kommen vielleicht auch beide ins Bild. Danke. Wunderbar, vielen Dank. So, diesmal frage ich, ist das Mikro an? Test, Test. Denn beim letzten Wunderbar. Mal hieß es, du warst ja leider ein bisschen leise, das werden wir aber noch, das kriegen wir wieder hin, das haben wir schon ausprobiert, so ist es nicht. Super. Du warst eine der ersten, die ich am Freitag interviewt habe, als der Aufbau soweit fertig war. Jetzt warst du 3 Tage hier. Magst du uns vielleicht ganz kurz sagen, wie es für dich gewesen ist, der Ich bin auf der hellauf begeistert. Ja, ja, das ist meine nur weiter. Erste, nee, wirklich ist so. Das ist meine erste Spielecon, wo ich überhaupt jemals war. Ich bin ja noch relativ frisch, sage ich jetzt mal, im Autorenleben. Und diese netten Kontakte hier, diese super Orga, die Halle, die ganze Location außenrum mit dem Grünen, das Restaurant ist auch wunderbar gewesen und ganz nah. Ich bin hellauf begeistert, wirklich. Das ist schön. Es ist auch, man merkt es auch, wir finden es fast ein bisschen schade, dass wir nicht hier in der Halle bleiben können, weil es einfach auch so, so ein Erstlingsgefühl mit sich gebracht hat. So, hier waren wir das erste Mal, hier haben wir hier hat das Ganze angefangen. Jetzt in eine große Halle zu wechseln, wird auch für uns definitiv nächstes Jahr eine Herausforderung. Ja, glaube ich. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die im Hintergrund laufen, habe ich nur Gerüchte gehört, die wir in irgendeiner Form mitnehmen werden und das wir euch dann auch beim nächsten Mal präsentieren können. Ich danke dir dafür, dass du hier warst. Ich finde es schön, dass es dir gefallen hat und dementsprechend würde ich mich natürlich mehr freuen, wenn es geht die Rumpelhexe weiter. Wie viele Teile sollten es nochmal werden? 3 insgesamt. So, dann haben wir das jetzt auch nochmal erwähnt. Danke, danke. Und vielleicht hören wir ja das nächste Mal dann auch nochmal was von dir oder kriegen vielleicht in einer kleinen Lesung dann direkt den nächsten Band präsentiert. Ja, das will ich stark kaufen. Je nachdem, wie schnell du so bist. Und jetzt, wie gesagt, von dir will ich mich verabschieden. Ich sehe gerade, da steht schon jemand so, oh, gehe ich jetzt durchs Bild? Ja, nein, abbrechen. Es ist gar kein Problem, wenn du möchtest, darfst du gerne einmal durchs Bild den Zelt parieren. Nein, gut, dann komm, dann gehen wir einfach mal kurz das Mikro wieder zurück und dann muss ich einmal fragen, beziehungsweise ich habe mir gerade schon sagen lassen, unser Kabel ist am Ende. Ich glaube, es macht mir jetzt gerade den wenigsten Stress zu sagen, wir schalten jetzt für ein paar Minuten aus. Ich gehe den kurzen Weg und schicke mein Kamerateam den gesamten langen Weg zurück. Einmal rund um die Halle, die ganzen 6200 Quadratmeter. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Ha, ich krieg sogar Applaus.
Exotische Inseln, eine karibische See und überall mutige Glücksritter. Ahoi und willkommen in der Welt von Freebooters Fate. Bei diesem Spiel geben sich Abenteuer und Gefahren die Klinke in die Hand, denn bei Freebooters Fate gieren nicht nur schwer bewaffnete Piraten nach Ruhm und Rum, auch eine geheime Bruderschaft verfolgt im Verborgenen äußerst dunkle Pläne. Gleichzeitig treiben wilde Goblins ihr Unwesen, während die imperiale Armada unermüdlich versucht, die königliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und überall warten unsagbare Schätze nur darauf, von wagemutigen Helden geborgen zu werden. Freebooters Fate ist ein Tabletop-Spiel der besonderen Art. Doch bevor wir es näher vorstellen, was ist eigentlich ein Tabletop-Spiel? Jeder kennt klassische Brettspiele wie zum Beispiel Schach, bei dem Figuren auf einem Spielbrett bewegt werden. Bei einem Tabletop ist es genauso, außer dass je nach Spielsystem mal mehr oder mal weniger Figuren zum Einsatz kommen. Zudem werden die Figuren nicht auf einem Spielbrett mit festen Feldern bewegt, sondern auf einem großen Spieltisch. Der wird dann gerne auch mit passendem Gelände bestückt, was nicht nur schick aussieht, sondern auch die Aktion der Figuren beeinflusst. Wie weit eine Figur bewegt werden darf, wird mit Maßbändern ermittelt. Ansonsten gibt's noch ein paar Regeln für den Nah- und Fernkampf und schon kann's losgehen. Tauchen wir also ein in die fantastische Welt von Freebooters Fate und werfen einen Blick auf die Mannschaften, die aktuell erhältlich sind. Da wären zunächst die verwegenen Piraten, die imperiale Armada mit den stolzen Soldaten ihrer Majestät, die wilden und erfinderischen Goblins, die geheimnisvolle und im Schatten arbeitende Bruderschaft, die unerschrockenen Amazonen aus den Tiefen des Dschungels, der mystische Kult mit seinen magischen Beschwörungen und die zahlreichen Söldner, die übrigens auch von anderen Mannschaften angeheuert werden können. Diese 7 Mannschaften mit ihren unterschiedlichen Geschichten und Zielen sind also der Stoff, aus dem Freebooters Fate-Partien geknüpft sind. Jede Freebooters Fate-Figur kommt nicht nur als fein modelliertes Modell, sondern auch mit einer eigenen Charakterkarte daher. Auf diesen Karten befinden sich sämtliche Werte, Infos und Sonderregeln, die zum Spielen benötigt werden. Das ist nicht nur übersichtlich, sondern erspart auch Nachschlagen im Regelbuch. Zu jeder Mannschaft sind eine Vielzahl an detaillierten Figuren verfügbar, wobei jede Miniatur einen besonderen Helden darstellt und im Spiel für eine feste Dublonsumme angeheuert werden kann. Dieser Dublonenwert spiegelt zudem grob die Stärke und die Fähigkeiten der Figur wider. Für Einsteiger ist der Dublonenwert daher gleichzeitig eine gute Orientierung beim Zusammenstellen der eigenen Crew. Denn für eine Runde Freebooters Fate einigen sich die Spieler zunächst auf einen festen Dublonenwert, um damit ihre Mannschaften anzuheuern. Anschließend geht's ans Freibeuter-Casting. Darf es beispielsweise die athletische Curly Ann mit ihrem Gewehr für 70 Dublonen sein? Oder doch lieber dieser 80 Dublonen teure Bursche namens Crud, dessen mächtige Bombarde fast jeden Gegner umhaut? Keine leichte Wahl. Bei Freebooters Fate sind die Spieler mit ihren Figuren abwechselnd am Zug. Jede Figur kann dann meist 2 Aktionen ausführen, zum Beispiel eine Nah- oder Fernkampfattacke oder eine Laufenbewegung. Wie weit sich eine Figur bewegen darf, ist auf der Charakterkarte unter Bewegungsweite angegeben. Für jeden Punkt Bewegungsweite darf sich das Modell im normalen Gelände 1 cm weit bewegen. Soll hingegen irgendwo hochgeklettert werden, gilt das als schwieriger und kostet doppelt so viele Bewegungspunkte. Um wie hier 4 cm hochzuklettern, sind also 8 Bewegungspunkte nötig. Wird hingegen geschossen oder im Nahkampf der Säbel geschwungen, kommt das einzigartige Kampfsystem von Freebooters Fate zum Einsatz. Denn statt Treffer und... Ja, hallo, grüßt euch! Wir starten jetzt die Verlosung oder die Auslosung der beiden Maskottchen, besser gesagt die Namen der Maskottchen, die wir vor einigen Monaten haben zeichnen lassen, um den Spiele- und Kinderbereich auf der NiederrheinCon besser präsentieren zu können und vor allen Dingen dem Ganzen auch so ein bisschen Gesicht zu geben und Namen zu geben. Und hier zu meiner Rechten, da steht die Carla. Die Carla, die möchte jetzt dann gleich mal zur Box gehen. Die schütteln wir gleich mal ordentlich durch, ne, klappen ein bisschen zusammen. Und dann ziehen wir den ersten Zettel, oder besser gesagt den Zettel, der letztendlich dann die Namen enthält für die beiden Maskottchen. Carla, machst du? Genau, nimmst du die Box, klappst du zu, schüttel die mal ordentlich. Prima. Und jetzt machst du die auf und greifst einmal rein. Nimmst du mit dem Zettel dahin dann? Prima. Dankeschön. So. Das haben wir wieder, genau, wieder einen Schritt dahin, genau. Das geht eigentlich. Bitte? Nein, das ist meine Top-Frage.
Das ist tatsächlich. Tut mir leid, aber das müssen wir doch mal anders machen. Aber lies doch die Namen. Ja, es wäre eigentlich mal die genau. Wir machen das so mal. Emma hat natürlich tolle Namen gefunden. Robby und Rito. Aber eigentlich sind wir vom. Ich habe das vergessen zu kommunizieren. Wir sind ja eigentlich nicht. Ja, wir sind auch ausgeschlossen vom Verein. Jetzt musst du nochmal einen aufregenden Part über den Lande einziehen. Ich hoffe, dass dann wieder keiner. Ist jetzt deine Sache? Ja, aber das sehen wir ja noch. Zum nächsten dahin. So. Ja. Na, da bin ich mal gespannt. Wo sind meine Brille? Ich hab schon die Brille. Möchtest du mir den Zettel vielleicht? Nein, alles ist gut. Also, die sind sehr außergewöhnlich, aber ich finde sie sehr interessant. Und zwar Vivi und Max. Wer hat hier Vivi und Max? Ich weiß. Und zwar die Marie Wenning. Da Winter. Einmal nach da oben. Da steht sie. Prima. So. Und die Marie, die wird natürlich für ihre tolle Namensgebung auch belohnt. Ist sie denn noch da? Okay, kein Problem. Dann bist du natürlich der Überbringer der frohen Botschaft. Genau, wink nochmal. Perfekt. Und zwar hat die Marie das so eine Art Family gewonnen. Da könnt ihr dann heute Abend, nachdem sie alles abgebaut haben, nach dem Abendessen, könnt ihr natürlich gerne nochmal eine Runde spielen. Macht er mir so bestimmt sehr, sehr gerne. Applaus nochmal, Marie. Wink und Max, da sind wir. Die neuen Maskottchen-Namen. Prima. Dankeschön. Exotische Inseln, eine karibische See und überall mutige Glücksritter. Ahoi und willkommen in der Welt von Freebooters Fate. Bei diesem Spiel geben sich Abenteuer und Gefahren die Klinke in die Hand, denn bei Freebooters Fate gieren nicht nur schwer bewaffnete Piraten nach Ruhm und Rum, auch eine geheime Bruderschaft verfolgt im Verborgenen äußerst dunkle Pläne. Gleichzeitig treiben wilde Goblins ihr Unwesen, während die imperiale Armada unermüdlich versucht, die königliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und überall warten unsagbare Schätze nur darauf, von wagemutigen Helden geborgen zu werden. Freebooters Fate ist ein Tabletop-Spiel der besonderen Art. Doch bevor wir es näher vorstellen, was ist eigentlich ein Tabletop-Spiel? Jeder kennt klassische Brettspiele wie zum Beispiel Schach, bei dem Figuren auf einem Spielbrett bewegt werden. Bei einem Tabletop ist es genauso, außer dass je nach Spielsystem mal mehr oder mal weniger Figuren zum Einsatz kommen. Zudem werden die Figuren nicht auf einem Spielbrett mit festen Feldern bewegt, sondern auf einem großen Spiel. Das war jetzt total klar. Für einen kurzen Moment abgelenkt, guck in eine Richtung, mein Kameramann winkt, du bist wieder online. Macht ja nichts. Mal machen Sie das. Wir kriegen das alles hin. Auch hier war ich ganz am Anfang, am Freitag schon mal, um euch ein schönes Interview mit dem Lars zu präsentieren, der das Wochenende... Ich habe wirklich aufgepasst. Nicht einmal in diesem wunderhübschen Kostüm rumgelaufen ist. Absolut nicht. Es haben alle hingeguckt. Es hat keiner gesehen. Und dafür hat er uns wenigstens mal wieder
die Ledergewandung präsentiert. Ich finde auch, die Ledergewandung steht mir viel besser, also als das da. Ich finde das auch schön, aber davon muss ich zu Hause noch welche nähen für unser neues Filmprojekt. Außerdem, wenn wir in einem neuen Filmprojekt ein paar Schauspielerinnen haben, die da drin stecken, sieht das auch viel besser aus, als wenn ich das trage. Aber das hatten wir ja schon, genau. Dass ich der Meinung war, du im Pool in dem Outfit, das hatte was. Genau, schaut euch die Werbevideos an, unterstützt uns bei Patreon, dann seht ihr auch nächstes Mal vielleicht ein paar Leute da drin. Dann wie war es für dich? Ich fand es eine sehr schöne Veranstaltung. Ich, also ein paar mehr Kunden will man immer haben als Aussteller, ne? Aber ich fand es schön, es war was los. Ich habe vielen Leuten von dem tollen Projekt erzählen können. Ich habe ein paar Bücher verkauft. Ich hatte Freitag eine wunderschöne Lesung aus meinem neuen Buch. Es war sehr anstrengend, weil da irgendwelche Züge im Hintergrund langrollt und irgendwelche kleinen Kinder, die man dann mit dem Blut etwas verschreckt hat. Aber es war sehr schön und es war sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Und falls ihr es nicht gesehen haben solltet, ihr könnt das jederzeit nachgucken. Nur weil wir es live gesendet haben, heißt es nämlich nicht, dass wir euch die Videos danach vorenthalten. Die werden alle im Laufe der nächsten Tage natürlich noch wunderschön gemacht und dann entsprechend überall hochgeladen, damit sie einfach auf irgendeinem Kanal guckbar sind. Egal, was ihr bevorzugt. Ja, ansonsten bin ich ganz viele von unseren tollen Postkarten losgeworden. Sie haben ganz viele hier vorne gewürfelt mit unserem schönen 120-seitigen Würfel, wo wir auch so ein bisschen von unser Projekt gesammelt haben. Und es war eine schöne Con. Ich bin zufrieden, ich bin müde. Ich habe gestern bis kurz vor 5 gespielt. Ja, das weiß ich. Ja, du hast uns rausgeworfen, ich weiß. Irgendwann wollten die Supporter auch ins Bett und die Halle abschließen, habe ich mir sagen lassen. Total irritierend. Die Supporter, die einfach ins Bett gehen, wir haben total merkwürdige Vorstellungen, ich weiß. Und das um kurz vor 5. Das kenne ich sonst nicht, sonst geht's immer durch. Also sonst sind immer Gruppen da, die fangen dann immer erst morgens um 4 an oder so. Ja, tatsächlich hatten wir das noch nicht und wir hatten ja diesmal einfach, wie gesagt, wir mussten halt aufgrund des Konzeptes irgendwann zwischendurch gucken, dass wirklich die Hallen leer sind und alles zugemacht werden kann. Ansonsten ist es, hast du recht, eigentlich auch vollkommen egal und dann kann man auch bis morgens um 7 oder 8 durchspielen. War aber gut so. Das wird sich vielleicht auch alles wieder zeigen. Andererseits würde ich auch behaupten, ihr seid schon echt kaputt aus um 5. Also ich habe ja dank Corona eine Maske, dann kann ich das gleich wieder verbergen, dass ich so Con mitgenommen aussehe. Ja, aber weißt du, diese also ich habe das gerade auch schon bei mir festgestellt, diese leichten Schatten, die sich irgendwann bemerkbar machen nach 72 Stunden, da hilft leider die Maske überhaupt nicht. Aber macht nichts. Wir Sonnenbrille. Ja, dann mache ich gleich auf ganz cool. Es ist so, geht da die Sonne aus, ich laufe mit der Sonnenbrille rum, ich komme von der Con. Naja, ganz so schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. Hoffe ich zumindest. Bist du schon mal in so einer Rüstung nach Hause gefahren oder so von so einer Con? Dann bei McDonald's rein, ist auch toll. Ja, du bist das so bei McDonald's immer wieder, rein. Natürlich, vor allem Tankstelle. Nein, ganz so schlimm war es dann nicht. Es war Winter, ich hatte eine Jacke drüber, aber dann sah ich natürlich unter der Jacke breit aus und hatte keinen Nacken. Ja, aber kann ich mir gut vorstellen. Es kommt mit Sicherheit gut an, von dem, weil die meisten Leute ja nicht sofort einen Bezug haben oder sich sofort vorstellen können, so was macht er, was will er. Und dann, ich will nur einen Cheeseburger, alles gut. Aber einen, der so aussieht wie auf dem Bild. Ansonsten musst du mal Lapa fragen, die können das auch sehr toll. Als Horde Orks zu McDonald's rein ist auch herrlich. Ich finde, darüber solltest du mal einen Film drehen. Wir haben mal für mein allererstes Buch einen Werbespot gedreht im Schlosspark und alles angemeldet und wunderbar im Waldstück. Und da waren halt so ein paar Orks und jemand ran vor den Weg, so Hilfe, Hilfe, Orks. So, und dann mussten wir es aber nachvertonen, weil der Ton wieder nicht funktioniert hat. Nein, wir waren es nicht selber, wir können es mittlerweile besser. Aber damals habe ich das noch in den Auftrag gegeben und dann mussten wir nochmal nachdrehen. Also nur nachvertonen. Dann haben wir einen Schauspieler mitgenommen, der Hilfe, Hilfe schreit, wunderbar. Das hatten wir dann natürlich nicht angemeldet, weil war ja nur Ton, es sind ja eine halbe Stunde weg. Und dann, dann brüllt er los, Hilfe, Hilfe, Orks, helft mir doch. Und irgendwo hinter den Büschen, das war ein Sonntagnachmittag im Park, sah man dann so verwirrte Gesichter, so die so hinter den Büschen so hochgingen und es war herrlich. Ja gut, also wenn ich jetzt rausgehe zu einem Picknick, ich sitze irgendwo ganz gemütlich und hinter mir schreit plötzlich irgendjemand Hilfe, hier kommen Orks. Ich wäre auch erstmal ein bisschen irritiert, selbst wenn ich mit dem Wort Orks was anfangen kann, obwohl vielleicht wäre ich genau deswegen irritiert. Aber da waren keine Orks, wir haben ja nicht mehr gedreht, das war ja nur noch Ton. Gut, ich finde schön, dass du da gewesen bist. Ich meine, du warst ja auch letztes Jahr schon dabei, das heißt, im Prinzip gehe ich davon aus, wenn wir nächstes Jahr weitermachen, sei es in Rheinberg oder wo auch immer es uns trifft. Ich verstehe dich gerade nicht. Wieso verstehst du mich nicht? Ich habe gesagt, hast du dieses Wort wenn verwendet? Wenn wir weitermachen? Nein, je nachdem, wie groß wir weitermachen. Entschuldige. Es ist ja nur dass wir weitermachen, ist schon klar. Entschuldige, das habe ich tatsächlich falsch ausgedrückt. Sondern wie groß wir tatsächlich werden, wenn wir umziehen.
Ja, ich komme auch, wenn ihr noch größer werdet. Meine Frage war eigentlich mehr, nachdem du mir ja schon ein bisschen von dem erzählt hast, was du als Projekt nächstes Jahr hast, wirst du im August tatsächlich in Deutschland sein? Nächstes Jahr werde ich im August tatsächlich in Deutschland sein. Ja, das Jahr danach könnte es eng werden, aber nächstes Jahr wird das passen, ja. Bin mir relativ sicher. Gut, dann würde ich jetzt mich tatsächlich dann einfach mal sagen, dann sehen wir uns mit ziemlicher Sicherheit im nächsten Jahr. Ja, und euch sicher bei Patreon und dann ciao und bis nächstes Jahr. Schlimmes. Und zwar, weil ich dann jetzt ganz, ganz viel Zeit habe, mich hier hinzustellen und euch diesen Stand nochmal wirklich in aller Ruhe nahezubringen. Es ist nicht nur mit einer der Stände mit den größten Aufbauten, die wir haben, sondern es handelt sich dabei um die Brettspielkiste. Der Local Dealer der Niederrhein-Con, ansässig in Dienstlaken, und im Moment gerade sind alle Leute geflohen, die hier gerade noch drin gesessen haben oder die in der Nähe standen, damit sie bloß nicht aufs Bild kommen. Der Einzige, der Gott sei Dank bei mir geblieben ist, ist der Dirk. Der Dirk ist derjenige, den ihr, ich sag's jetzt mal vorsichtig, an den Tagen, an denen die Brettspielkiste öffnen kann. Auch da muss man immer noch gucken, ja, wann haben wir geöffnet, wie sieht es aus, wie viele Leute darfst du wann wo reinlassen. Ne, das sind ja die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Aber Dirk ist derjenige, den ihr im Laden findet, den ihr dann nerven könnt, dem ihr dann sagen könnt, du, ich brauche unbedingt dieses Spiel, weil ich weiß, das hat die Jasmine nämlich erzählt, du hast Brettspiele, du hast Kartenspiele, du hast Würfelspiele, du hast Rollenspiele, du hast Tabletop. Im Prinzip, in der Brettspielkiste sind wir gut aufgestellt. Hast du eigentlich alles, was das Spielerherz begehrt, behaupte ich, oder? Gut. Ja, klar. Ich meine natürlich nicht, dass die Brettspielkiste quasi bis unter das Dach voll steht, sondern einfach, du deckst wirklich einfach ganz viele Genres ab. Das heißt, es ist im Prinzip fast egal, mit welchem Ansinnen ich zu dir komme. Ich habe einfach wirklich die Möglichkeit zu sagen, boah, ich brauche ein Spiel, ich würde mir gerne was angucken, ich habe aber noch gar keine Vorstellung, was ich haben will. Und ich bin halt nicht quasi so, ich komme da rein und da gibt es nur Comics oder ich komme da rein, es gibt nur Bücher oder es gibt halt eben nur Brettspiele, sondern du hast einfach wirklich tatsächlich alles. Bücher habe ich gerade im Übrigen noch gar nicht in meiner Aufzählung gehabt, denn viele Spielesysteme haben ja irgendwann auch Romanadaptionen in verschiedensten Varianten. Da haben wir tatsächlich also auch über, also von Shadowrun über DSA bis hin zu, ich glaube tatsächlich auch Comics, hier die, diese, genau, alles in verschiedensten Varianten da. Ja, was heißt ein kleines Thema? Wie ich festgestellt habe, Trading Cards ist ein Hobby, das ist uralt, also was heißt uralt, das gibt es genauso lange wie alle anderen Trading Cards. Es gibt immer noch die begeisterten Spieler, immer noch sind sie überall zu finden. Und gerade in Bezug auf Magic habe ich heute gelernt, es gibt da Karten, wie soll ich sagen, ich habe heute gelernt, es gibt eine Karte, die nennt sich Black Lotus Alpha. Als man mir den Preis dazu genannt hat, beziehungsweise als ich den Preis dazu gegoogelt habe, habe ich zweimal geschluckt. Weil ich nie gedacht hätte, dass so ein einfaches kleines Stückchen bedrucktes Papier irgendwann mal solche Werte erreicht. Können wir mal kurz ein Mikro haben? Weil ich möchte dem Dirk zumindest eine ganz wichtige Frage stellen, von der ich möchte, dass ihr ihn dann auch versteht. Nein, es ist nichts Dramatisches. Ich habe dich ja im Prinzip ja auch schon vorgewarnt. Hallo? Nachdem ich ja gerade schon sagte, du bist im Prinzip ja der Local Dealer der Niederrhein-Con, das heißt im Prinzip gehört das ja schon alles irgendwo mitten, also irgendwo zusammen, also jetzt also der Laden und die Convention. Ihr werdet zwar jetzt nicht gleich geführt, du bist in der Brettspielkiste, Markus ist der Initiator hinter der Niederrhein-Con, aber irgendwo verbindet man diese beiden Namen miteinander. Ja, wie war das? Viele einige Jahre, der Markus und ich. Wie war das jetzt für dich hier auf der Con? Hast du dir vorher viele Sorgen gemacht, so von wegen, ha, Convention zu dieser Zeit? Wegen Corona. Genau. Also ich muss sagen, in Bezug auf Corona war ich von den Besucherzahlen eher positiv überrascht. Ich hatte noch mit viel weniger Besuchern gerechnet. Also von daher war ich positiv überrascht. Die Veranstaltung war durchweg friedlich, ja, angenehm, nur sympathische Leute hier, also viele Kontakte auch geknüpft. Ich bin durchweg zufrieden. Genau, das wäre nämlich jetzt mal die nächste Frage gewesen. Ja. Wie gehst du heute Abend nach Hause? Hat es dir gefallen? Aber damit erschöpft. Ich muss hier, der Stand, ich wusste auch gar nicht, dass ich so spät noch hier irgendwie ein Interview. Ja, ich bin heute sehr spontan.
Ich muss auch sagen, ich hatte die ganze Zeit von dem Interview eigentlich Abstand genommen, weil ich total erschöpft bin. Ich habe wenig Schlaf gehabt. Mir wird schon ganz schwindelig, wenn ich gleich an das Abgebaue denke. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Also nicht nur du mit der Brettspielkiste, es ist ja tatsächlich noch einiges. Ja, da geht uns allen wahrscheinlich so. Ne? Auf jeden Fall großes Dank an die Orga, an die Supporter, an Markus, dich auch. Die ganze Arbeit, die hier reingesteckt worden ist und auch noch zu tun ist. Und dass die Brettspielkiste da auch mit dabei sein durfte. Brettspielkiste ist, wie ich gerade schon gesagt habe und auch gerne wiederhole, ist ja im Prinzip ein zentraler Punkt, was das Ganze anbelangt. Ich gerne eingehen möchte, weil du gerade sagtest, boah, K.O. und erschöpft. Es ist aber doch trotzdem so dieses eher positive erschöpft. Man ist erschöpft. Ist so ein bisschen positives Delirium, so ein bisschen katatonisch. Keine Ahnung. Ich bin auch nicht mehr ganz da. Das macht nichts. Dann würde ich dich quasi jetzt eigentlich schon direkt wieder aus dem Interview entlassen, mit dem ich dich schon ein bisschen überfallen habe. Er hat tatsächlich recht. Das habe ich zwar mit ihm abgesprochen, dass ich irgendwann Sonntag vorbeikomme, aber ich war jetzt doch sehr spontan hier und würde ganz offiziell tatsächlich mit der Brettspielkiste dann abschließen. Und zwar insofern, ich stelle mich jetzt einfach mal ein ganz kleines Stückchen an die Seite, dass man einfach nochmal Spiele und alles hinter uns sehen kann, dass ich etwas, im Prinzip verabschiede ich mich erstmal von der Online-Seite. Und zwar von all dem, was es heißt, was ihr sehen konntet. Von jedem Stream, den wir euch näher bringen wollten, um zu zeigen, was haben wir auf der Con gemacht, was gab es alles für euch. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich weiß, oder beziehungsweise wir haben im Nachhinein natürlich gehört, es ist ab und zu was schief gegangen. Manchmal fehlte der Ton, manchmal ruckelte das Bild. Lesungen, die angekündigt waren für spezielle Uhrzeiten, verschoben sich dann um 15 Minuten, einfach weil die Technik an irgendeiner Stelle noch zurechtgerückt werden musste. Wir haben das dieses Jahr das erste Mal gemacht, nicht nur ich vor der Kamera, sondern auch eigentlich die ganzen Leute, die dahinter gestanden haben. Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr irgendwie Spaß hattet mit uns, dass ihr euch zu Hause gemütlich auf der Couch von uns berieseln lassen konntet und dass es euch gefallen hat, von der Niederrhein-Con was mitnehmen zu können, selbst für die, die halt eben nicht geschafft haben, persönlich dabei zu sein. Ich denke, wir werden es im nächsten Jahr ähnlich machen, das heißt auch im nächsten Jahr wird dieser Kanal sicherlich genutzt, um euch das zeigen zu können, was wir an Highlights für euch dabei haben. Andererseits wünsche ich mir aber natürlich, dass viele von euch nächstes Jahr für sich wieder die Option sehen, uns direkt zu besuchen und live dabei zu sein, was aber natürlich niemanden davon abhält, sich das Ganze auch einfach später nochmal anzusehen. Gut, ich habe jetzt definitiv für die letzten 72 Stunden genug geredet. Ich verabschiede mich damit wahrscheinlich zum letzten Mal, zumindest von dieser Location, und wir werden irgendwann demnächst bestimmt wieder voneinander hören. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Tschüss. Tschüss, Dirk, schön, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, danke.